Er ist ein richtiger Hamster. Warum ist er denn ein Hamster? Ein Hamster ist jemand, der es nicht übers Herz bringt, alte Sachen wegzuwerfen. Bin ich auch ein Hamster, Mami? Naja, du hast sehr viele Spielsachen in deinem Zimmer herumliegen, mit denen du nicht mehr spielst. Ich spiele mit all meinen Spielsachen. Caillou, ich muss jetzt diese Bücher noch zu Ende sortieren. Als Caillou die alte Truhe entdeckte, da wollte er unbedingt sehen, was da drin war. Caillou konnte es nicht wissen, aber er hatte genau den Schatz entdeckt, nach dem er gesucht hatte. Wow! Eine Kiste voll mit Sachen, die sein Vater gesammelt hatte. Puh. Was hast du denn da? Bitte lächeln, ich mache Fotos. Klick! Das ist ja toll. Was hast du denn jetzt gefunden? Ganz viele tolle Sachen. Das muss ich mir ansehen. Die trug ich, als dein Papi mich zu einem ganz besonderen Tanz aufforderte. Nicht zu fassen, er hat sie aufgehoben. Hey, was macht ihr beide denn da? Ja, sieh mal, Papi. Meine alte Mundharmonika. Du bist mir vielleicht ein Hamster. Mami hat gesagt, ich bin auch ein Hamster. Was hast du denn da? Was ist das? Ich glaube es nicht. Das ist mein alter College-Football. Den muss man nur ein bisschen sauber machen und wieder aufpumpen. Soll ich dir zeigen, wie man spielt? Ja! Ich habe ihm damals auch das Footballspiel beigebracht. Achtung, Caillou. Gut, fangen. Ja! Ja. Struppi, nein, hör auf! Mama! Was für ein Schmutz. Ihr zwei bringt ihn besser raus und macht ihn sauber. Jetzt musst du ihn abbrausen. Oh, hey, pass doch auf! Jetzt wurde es aber Zeit, Struppis Besitzer zu finden. Deshalb machte sein Vater ein Foto von ihm für einen Suchzettel. Du musst lächeln, Struppi. Ausgezeichnet. Jetzt machen wir davon Kopien und auf dem Rückweg kaufen wir Hundefutter. Und wenn niemand anruft, Papi, darf ich ihn dann behalten? Warten wir es ab. Sich richtig um einen Hund zu kümmern, nimmt viel Zeit in Anspruch. Hallo? Ja? Aha, das ist er. Also gut, dann bis gleich. Das war seine Besitzerin. Sie hat euren Suchzettel gesehen und kommt her, um ihn abzuholen. Rocky! Oh. Seitdem Rocky weggelaufen ist, war sie sehr traurig. Ich bin so froh, dass sie ihn gefunden haben. Es war Caillou, der ihn gefunden hat. Nicht wahr, Caillou? Hast du auch einen Hund? Nein, aber ich habe einen Kater. Sein Name ist Gilbert. Im Ernst? Du hast vielleicht Glück. Ich wollte so gern eine Katze haben, aber mein Vater ist leider allergisch. Komm, es wird Zeit zu gehen. Ich bin so froh, dass du ihn gefunden hast. Und danke, dass du auf Rocky aufgepasst hast. Caillou war traurig, dass Struppi ihn verlassen musste, aber er war auch stolz, dass er dem Mädchen geholfen hatte. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Wiedersehen! Mein Gilbert! Caillou war sehr aufgeregt, weil er zum ersten Mal in seinem Leben eine lange Reise mit der Eisenbahn machen sollte. Wann kommt der Zug endlich, Mami? Zug! Das wird nicht mehr lang dauern, mein Hase. Puh, die wiegen ja zig Tonnen. Wir fahren nur für 2 Wochen weg, aber eingepackt haben wir für den ganzen Sommer. Papi, Papi, ich kann den Zug hören. Ich glaube, jetzt kommt er. Caillou war jetzt total gespannt. Er wollte den Zug sehen. Aber als er dann sah, wie der große Zug immer näher und näher kam, bekam er doch ein bisschen Angst. Mami! Der ist aber ganz schön groß, was? Caillou konnte es gar nicht glauben, wie riesig der Zug war. Und dann diese fürchterlichen Geräusche. Ich will damit nicht fahren. Du brauchst keine Angst zu haben. Also komm jetzt, wir müssen einsteigen.
Was ist? Wollen Sie beide einsteigen? Ja, Sir, das wollen wir eigentlich schon. Ja, dann glaube ich, sollte jemand einem Paps mit den Koffern helfen. So, da wären wir. Also, wie weit fahren Sie denn? Wir wollen 2 Tage in dem Zug bleiben. Wirklich? Sag mal, wie heißt du? Caillou. Also, Caillou, hast du jemals schon in einem Zug geschlafen? Nein. Du wirst begeistert sein. Er wird dich sanft und schnell in den Schlaf wiegen. Wo sind denn die Betten? Das ist das Beste von allem. Wie von Zauberhand erscheinen sie, wenn es dunkel wird. Du musst 3-mal schlafen rufen und dabei in die Hände klatschen und schwuppdiwupp sind sie da. Ist das wahr? Natürlich. Aber erstmal brauche ich eure Fahrkarten. Oh nein! Papi, Hilfe! Diese Leiter ist nicht lang genug, um zu Gilbert zu kommen. Wir müssen ihn da unbedingt runterholen. Das werden wir auch. Aber wir brauchen Hilfe von Leuten, die eine längere Leiter haben. Caillou war ganz aufgeregt, als die Feuerwehrleute in ihrem großen roten Auto anrückten. Eric, bist du das etwa? Aber sicher doch. Hey, wir haben uns ja ewig nicht gesehen. Du kennst meinen Papi? Dass sein Vater einen Feuerwehrmann kannte, beeindruckte Caillou sehr. Ja, natürlich. Dein Papi und ich haben früher als Kinder zusammen gespielt. Mein Name ist Eric. Und wie heißt du? Caillou. Freut mich, dich kennenzulernen, Caillou. Also, dann wollen wir dein Kätzchen mal da runterholen. Okay, Stacy, fahr die Leiter aus. In 0, nichts haben wir es. Darf ich mir das mal bitte von dir ausborgen? Danke. Wo steckst du denn, Gilbert? Na komm schon. Sieh mal, was ich hier habe. Caillou war erstaunt, wie hoch die Feuerwehrleiter ging. Höher und höher und höher. Er würde niemals so hoch wie Stacy klettern können. Haben wir dich? Ja! Gilbert! Caillou fand, dass die Schule sehr groß aussah und er fürchtete, dass er sich verlaufen könnte. Komm jetzt, Caillou. Das ist die Schulglocke. Wir müssen jetzt alle reingehen. Also, Caillou, ich hol dich nachher wieder ab. Ich wünsche dir einen schönen Schultag. Caillou bekam plötzlich ein bisschen Angst, in die Schule hineinzugehen. Möchtest du meine Hand halten? Du wirst schon sehen, Caillou. Die Schule macht großen Spaß. Caillou war sehr glücklich, dass er mit Sarah zur Schule gehen konnte. Jetzt fühlte er sich wie ein sehr großer Junge. Wow! Caillou hatte noch nie ein Klassenzimmer gesehen. Für ihn sah das wie ein Spielzimmer aus. Häng deinen Rucksack hier auf. Können wir hier im Klassenzimmer Ball spielen? Nein, im Schulgebäude ist es verboten, mit Bällen zu spielen. Wo sind denn all die anderen Kinder? Die sind bei der Versammlung in der Turnhalle. Komm mit, da müssen wir jetzt auch hingehen. Was ist denn eine Versammlung? Wenn wir alle versammelt sind und der Direktor spricht. Du wirst schon sehen. Und was ist eine Turnhalle? Komm, Sarah, wir wollen spielen. Caillou, jetzt dürfen wir nicht spielen. Unser Direktor wird gleich sprechen. Wir müssen uns jetzt hinsetzen und zuhören. Caillou fand, dass es sehr viele merkwürdige Vorschriften in der Schule gab. Er wollte sich nicht hinsetzen, er wollte weiterspielen. Wir können später weiterspielen, okay? Nicht an Papi! Der Sturm muss einen Stromausfall verursacht haben. Was ist denn das? Das sagt man, wenn man keinen Strom hat und das Licht nicht angeht.
Caillou wusste nicht, dass ein Sturm das ganze Licht ausmachen konnte. Sowas hatte er ja noch nie gehört. Komm, wir gehen runter und holen Taschenlampen. Rosi, blass bitte nicht die Kerzen aus, sonst können wir nicht sehen. Ich gehe mal in den Keller, um Taschenlampen und Kerzen raufzuholen. Ich will mit dir mitgehen. Caillou wollte seinem Vater helfen, die Taschenlampen zu suchen. Seid vorsichtig, da unten ist es stockdunkel. Ich fürchte, der Keller ist nicht gerade der beste Platz, um Taschenlampen aufzubewahren. Stimmt's, Caillou? Bitte sei vorsichtig, Papi. Caillou versuchte, tapfer zu sein, aber er mochte es gar nicht, allein im Dunkeln zu sitzen. Papi! Es ist alles in Ordnung, Caillou! Oh nein, meine Kerze ist ausgegangen. Ich hätte schwören können, dass die Taschenlampen irgendwo hier sind. Papi! Caillou fürchtete sich sehr, als er so allein im Dunkeln auf der Treppe saß. Er konnte seinen Vater überhaupt nicht mehr sehen. Ich hab sie! Zuerst jagte Papis plötzliches Erscheinen Caillou einen Schrecken ein. Aber dann war er sehr erleichtert, als er sah, dass er die Taschenlampen gefunden hatte. Tut mir leid, Caillou. Ich wollte dich nicht erschrecken. Hier, nimm. Du kannst auch eine haben. Oh, lass das sein. Du jagst mir ja einen furchtbaren Schrecken ein. Gilbert, du doofer Kater. So, das hätten wir. Caillou macht Musik. Nichts mochte Caillou lieber, als im Park spazieren zu gehen. Zuerst will ich zur Schaukel gehen, dann zur Rutsche und dann... Hier, Rosi. Dankeschön, Caillou. Das war sehr nett von dir. Musik? Caillou hatte noch nie im Park Musik gehört und er wollte wissen, woher sie kam. Sieh mal, Omi, die machen Musik. Können wir hier bleiben? Sicher, Caillou. Ja! Caillou war ganz hingerissen von der Musik. Und er fand es herrlich, mit Rosi zu tanzen. Ich liebe diese Musik. Es ist wunderbar und erinnert mich an ein Stück, das ich immer auf dem Klavier gespielt habe. Ja! Ja! Ich möchte so gern noch mehr Musik hören. Vielleicht können wir ja morgen wieder hierher gehen. Aber ich möchte lieber, dass die jetzt weiterspielen. Wie wär's mit einer Geschichte? Oma merkte, dass Caillou immer noch an die Musiker im Park dachte. Er wollte einfach noch mehr Musik hören. Da muss man vorsichtig sein, Caillou. Manche Beeren sind giftig. Aber das da drüben sind Brombeeren, die dürft ihr essen. Mmh. Lecker! Sind die süß? Die schmecken gut. Eine Biene, sie will meine Brombeere. Du musst ganz ruhig stehen bleiben, Caillou. Dann lässt sie dich in Ruhe. Caillou war traurig, denn er war der Einzige, der immer noch keinen Schatz gefunden hatte. Okay, Kinder, es wird Zeit zu gehen. Damit könnt ihr euch sauber machen. Du gehst am besten zum Bach, Caillou. Caillou dachte, er hätte einen wunderschönen Stein gefunden. Was hast du da, Caillou? Ich habe einen Stein gefunden. Er ist... Eine Schildkröte. Caillou hatte den besten Schatz von allen entdeckt.
Sie hat sich unter dem Stein versteckt. Das ist ihr Panzer. In den können sich die Schildkröten zurückziehen, wenn sie in Gefahr sind. Ist die süß. Lasst ihr Platz. Schildkröten sind sehr scheu. Komm jetzt, Caillou. Wir müssen nach Hause. Darf ich sie behalten? Ich glaube, sie würde großes Heimweh bekommen. Caillou hätte die Schildkröte zu gern mitgenommen. Aber er wusste, am Teich war sie glücklicher. Wiedersehen, Schildkröte. Bis zum nächsten Mal. Caillou? Caillou, wo steckst du? Was macht denn mein Wäschekorb mitten im Weg? Schau, Mami. Ich bin eine Schildkröte. Und das ist mein neues Haus. Wer sucht, der findet. Caillou und sein bester Freund Leo spielten im Garten. Aber sie hatten ein kleines Problem. Sie wollten beide zur gleichen Zeit mit demselben Laster spielen. Mein Bauer will mit seinem Laster fahren. Der Laster gehört aber meinem Bauern. Er will seine Kuh aufladen. Aber mein Bauer hatte den Laster zuerst. Aber das ist mein Laster. Hol deinem Bauern doch einen anderen Laster. Ich könnte schon einen anderen Laster holen und ich könnte auch noch ein Flugzeug holen. Du hast ein Flugzeug? Los, holen wir's! Caillou und Leo rannten ins Haus, um Caillous Flugzeug zu suchen, damit sie beide etwas Tolles zum Spielen hatten. Ich sehe aber kein Flugzeug. Hier drin ist es nicht. Vielleicht ist es hier drin. Siehst du's? Nein. Hey, ich habe eine Planierraupe gefunden. Damit können wir eine Straße bauen. Ja, aber wo könnte denn mein Flugzeug sein? Vielleicht ist es unter dem Bett. Hier sehe ich es auch nicht. Hey, ein Planwagen. Einen Planwagen braucht man auf jedem Bauernhof. Caillou durchsuchte sein ganzes Zimmer, aber er konnte sein Flugzeug nirgends finden. Vielleicht ist das Flugzeug unter deinem Kopfkissen. Unter meinem Kopfkissen? So ein Blödsinn. Hey,